Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Sadi. Pünktlich zum Start zu den Herausforderungen der Woche 9 poste ich euch dieses Video mit Hinweisen, wie ihr die Herausforderungen leichter erledigen könnt. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mir doch ein Like für dieses Video da. Einfach als Motivation und Unterstützung, denn ich mache als Spieler Videos für euch Spieler. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt mit Tipps, Tricks, Hinweisen, Gameplays oder sonstigen Dingen, einfach auch ein Abo dalassen und die Glocke anmachen. Hier sehen wir auch schon die Herausforderungen der Woche 9. Wie ihr bei mir seht, ich habe den Battle Pass schon fertig. Ich bekomme keine Battle Pass Sterne mehr, sondern nur noch XP, die ich eigentlich auch nicht mehr benötige, denn den Skin Ragnarök habe ich auch schon komplett freigeschaltet. Aber ich finde, dass diese XP-Werte sehr, sehr gering sind. Da lohnt sich auch gar nicht mehr auf Level 100 weiterzuspielen oder das Ziel zu haben, Level 100 zu eröffnen. So, hier sehen wir auch schon die Herausforderungen mit den Battle Pass Sternen, wie viele es jeweils dafür gibt. Fangen wir doch einfach mit der ersten an. Da gibt es insgesamt 5 Stück. Und da heißt es, füge Gegnern Schaden mit Explosionswaffen zu. Sollte nicht unbedingt schwer sein. Findet irgendwo Granaten, Granatwerfer oder Raketenwerfer und oder die Sticky Bomben und versucht in irgendeinem Modus, den ihr euch auswählt, die Leute zu treffen und einfach Schaden zu verursachen. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, dann einfach mehrmals versuchen und der Schaden addiert sich ja. Von daher sollte es nicht unbedingt schwer sein. Die zweite Aufgabe, da heißt es, erhalte in einem Einkaufswagen oder Allradwagen oder Allradkarren Standpunkte. Sollte auch nicht unbedingt schwer sein. Leute, ihr müsst diese 150.000 Standpunkte nicht in einem Mal erhalten oder erreichen. Die Standpunkte, die werden addiert. Und auch bei mir war das so. Ich bin vom Berg runtergefahren mit dem Einkaufswagen. Habe nicht unbedingt viele Standpunkte bekommen. Und gerade wo ich mir die zweiten Punkte holen wollte, da wollte ich mit einem Einkaufswagen in einen Riss reinfahren und dann in der Luft irgendwelche Drehungen und Saltos und sonstiges durchführen. Kam einer und hat den Einkaufswagen angeschossen, dass ich mich zigmal gedreht habe und habe dann auf einmal, ja, bei einem Versuch mehr als 200.000 Standpunkte bekommen, fast 300.000 glaube ich. Das Video werde ich euch nochmal posten. Also wenn ihr Glück habt, sucht euch irgendwo einen Einkaufswagen, lasst euch irgendwie anschießen, dass ihr euch da mehrfach dreht. Und da werden wir diese Aufgabe auch sehr, sehr schnell erledigen. So, dritte Aufgabe. Folge der Schatzkarte aus Shifty Chefs. Hier folgt noch ein anderes Video. Wird auch eigentlich eine einfache Aufgabe sein. Nächste Aufgabe. Phase 1. Durchsuche eine Truhe bei Haunted Hills. Sollte auch nicht schwer sein. Ist ja unter Junk Junction. Fliegt einfach hin. So viel Trubel wird da nicht sein, weil man muss ja immer nur eine Kiste öffnen. Schaut, dass ihr nicht unbedingt da landet, wo ein anderer Gegner mitgelandet ist, der sich auch gerade die eine Kiste holen will, und macht die Kiste auf. Und die zweite Phase ist bei Shifty Chefs. Und die weiteren Phasen, die habe ich noch nicht, werde ich euch aber in die Kommentare reinschreiben, sobald ich bei dieser Aufgabe auch weiter bin. Nächste Aufgabe heißt es, besuche verschiedene Steinköpfe. Hier folgt auch nochmal ein Video für euch. Es gibt ja insgesamt 7 Steinköpfe auf der Map. Hinweis und ein Tipp für euch. Ihr könnt eigentlich bei einigen Steinköpfen weitere Risse benutzen und zum weiteren und zum nächsten Steinkopf weiterfliegen. Ihr könnt auch, wie ihr wollt, 7-mal einfach neu abspringen und jeden Steinkopf einzeln besuchen. Oder besorgt euch einen Golfwagen und fahrt einfach die Steinköpfe ab. Nicht wundern, manchmal sind die Steinköpfe schon kaputt gehauen. Aber ihr kriegt trotzdem die Wertung, wenn ihr einfach den Platz besucht, wo der Steinkopf war. Ja, nächste Aufgabe, Eliminierung mit Sturmgewehr, insgesamt 5 an der Zahl. Ja, sollte auch nicht unbedingt schwer sein, sucht euch einen Modus aus, wo ihr das am einfachsten, am besten denkt hinzubekommen. Oder ihr geht in den 50-50 Modus Höhenrausch, streckt die Gegner nieder und eliminiert sie dann einfach mit dem Sturmgewehr, wie ihr wollt. Nächste Aufgabe, eliminiere Gegner bei Tomato Temple. Insgesamt 3 an der Zahl. So, da sollte es bestimmt etwas schwieriger werden, weil dort werden wieder sehr, sehr viele Leute landen. Aber Tipp, Hinweis, Trick, wie ihr es seht, ihr könnt diese Aufgabe kombinieren mit den Eliminierungen mit dem Sturmgewehr. Dort braucht ihr ja insgesamt 5, 3 Stück bei Tomato Temple. Versucht einfach mit dem Sturmgewehr bei Tomato Temple 3 Gegner zu eliminieren. Und da habt ihr eigentlich beide Aufgaben direkt fertig. Hier könnt ihr noch eine Aufgabe eigentlich kombinieren. Direkt zwischen Tomato Temple und Risky ist ja ein Steinkopf. Landet dort, öffnet die eine goldene Kiste,
hofft darauf, dass ein Sturmgewehr drin ist und lauft direkt zu Tomato Temple. Wie ihr wollt, das könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich hoffe, ich habe euch mit meinen Hinweisen etwas weitergeholfen, sodass ihr diese Aufgaben leichter erledigen könnt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und auch ein Abo da lässt und die Glocke anmacht. Das war's. Bis dann, euer Sadi. Ja, falls euch das Video gefallen hat, einfach ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich darüber sehr freuen. Wenn irgendwelche Anregungen oder Fragen da sind, einfach einen Kommentar da lassen. Ich werde so schnell wie möglich versuchen, diese zu beantworten. Bis demnächst, euer Sadi.